Der Rhetorik-Club auf LinkedIn. Das Social-Audio-Format für UnternehmerInnen, Glückssucher und Erfolgshungrige. Ihr Gastgeber, Buchautor und Rhetoriktrainer Michael Ehlers begrüßt Sie und seine absoluten Top-Experten aus dem deutschsprachigen Europa. Heute dabei sind... Heute dabei ist Mona Tenjo. Sie ist auch Buchautorin und ist spezialisiert auf das Thema Projekte und Projektmanagement. Und Holger Kahnt, unseren Top-Experten für alle möglichen Social-Audio-Formate, insbesondere auch auf LinkedIn. Wir diskutieren heute das Thema Die letzte Generation. Ist das noch eine Bewegung oder ist das eine Sekte? Und ihr, liebe Live-Zuhörenden, die ihr bei LinkedIn Audio dabei seid, euch lade ich recht herzlich ein, auch mit uns mit zu diskutieren. Ja, da ist eine Menge passiert in den letzten Wochen und Monaten. Auf einmal kleben sich Menschen auf die Straße. Also alleine schon die Selbstverstümmelung, die dabei stattfindet, ist schon enorm und zeigt ja, mit welcher Inbrunst hier agiert wird. Und es bleibt nicht dabei, neben Kunstwerken stellen sie sich hin, machen Fotos, posieren auch für die Presse, nachdem sie die Kunstwerke mit zum Beispiel Tomatensoße und anderen Schmierereien beschmiert haben. Wir sehen weitere Dinge. Inzwischen werden Häuser mit Farbbeuteln oder ganzen Farbeimern angegriffen. Die letzte Generation meint es ernst. Wir sind die Letzten, die das Klima retten können. Und ich will euch, bevor das Ganze hier zu schnell ein Geschmäckle kriegt, gleich ein bisschen was zu meiner Einstellung zum Thema Klima sagen. Ich glaube, dass Wissenschaft nicht zu diskutieren ist. Und ich halte es für gut, dass man auch wissenschaftlich an die Dinge herangeht, zu betrachten, ja, es gibt eine Klimaerwärmung und die ist unbestritten. Und wer das bestreitet, der hat einfach nicht recht. Das ist Fakt. Und dass es Menschen gibt, die sagen, wir müssen etwas dagegen tun, ist nur richtig. Ich will meinen Teil dazu beitragen, das auf jeden Fall. Ich fahre bereits seit 2 Jahren aus voller Überzeugung ein elektrisches Auto und das, obwohl ich gerne schnell fahre. Aber nicht nur das, es sind Plastikflaschen aus dem Badezimmer verschwunden, Duschseifen, ich empfehle Duschbrocken, sind echt super. Das ist eine unentgeltliche Werbung, sind fantastisch und funktionieren gut. Es wurde die Waschmaschine, der Kühlschrank ausgetauscht. Natürlich können wir es uns auch leisten, aber alles, was nicht Energieeffizienzklasse A hat, ist rausgeflogen und etwas Neues ist reingekommen. Und meine Tochter, die jetzt 16 Jahre alt ist, erklärt mir ständig und immer wieder, wo mein Verhalten als 50, bald 51-Jähriger falsch ist und wo ich es noch verbessern kann für die Zukunft. Alle meine Seminare sind klimapositiv, also es ist ein CO2-Ausgleich geschaffen worden. Und klimapositiv heißt, dass nicht nur der Ausgleich geschaffen wurde, sondern der CO2-Verbrauch, der komplett gemessen ist, aller meiner Teilnehmenden, wird einfach mal verdoppelt. So, also, ich beschäftige mich mit diesem Thema und meine es ernst. Und weil wir ja vielleicht auch kritisch diskutieren, will ich mich auch politisch verorten, dass ihr wisst, wo ich zu finden bin. Ich betrachte mich als konservativen Grünen mit hauptsächlich liberalen Ansätzen. Jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Zu Deutsch, ich passe auf jeden Fall in keine Partei. Ich finde es einfach großartig überhaupt, dass es in der heutigen Zeit, wo Journalisten so medial auseinandergenommen werden, überhaupt noch Menschen gibt. Und wenn sie nur in einem Dorf in die Stadtgemeinde kommen, davor habe ich den allerhöchsten Respekt. Dass die dabei nicht alles richtig machen, tja, ich mache auch nicht alles richtig in meinem Leben. Ich bemühe mich stets und ich gebe mir echt Mühe, die Dinge ordentlich und richtig zu machen. Ein paar Beispiele habe ich euch gerade eben gegeben. Aber ob das so ist, weiß ich das? Keine Ahnung. Willst du es mir erklären? Traust du dich? Ja, Vorsicht, ich bin Rhetoriktrainer. Ich neige dazu, selbst wenn mich jemand lobt, das Ganze kritisch zu sehen. Das ist nun mal so. Wir sind Menschen und fehlerhaft. Und diese jungen Menschen, naja, ich war auch mal jung. Ich sehe hier eine Menge junger Leute, also ein paar könnten ja glatt noch zur letzten Generation gehören hier von euch, ne? So, wobei da ja auch nicht nur Junge sind, aber im Fernsehen sehen wir die jungen Gesichter. Allen voran die junge Frau Neubauer, die ein PR-Profi ist, nennen wir es beim Namen. Und wir sehen eine Bewegung und es gibt kritische Stimmen, die sagen, das geht nicht, die radikalisieren sich. Und bei einem Begriff bin ich in der öffentlichen Diskussion echt aufmerksam geworden. In einem Bildartikel, der das Ganze kritisch und auch sehr bildtypisch betrachtet hat, kam doch tatsächlich auf, dass es sich aus der Beobachtung nicht eines Journalisten, sondern eines Psychotherapeuten und Religionspsychologen namens Michael Utsch
um eine radikale Klimabewegung handelt, die sektenhafte Züge hat. Es wurden, ich zitiere aus der Bild, apokalyptische Endzeitängste geschürt. Die Untergangsfetischisten, das ist jetzt wieder Bild, bieten dagegen ihr Heilsversprechen des brutalen Verzichtes. Eine der Gurvis, in Klammern, weiblicher Guru. Ich glaube, das soll witzig sein. Sie. Mit sie ist Luisa Neubauer gemeint. Das Gendersternchen der Klimadebatte, unglaublich woke, eben eine erweckte, ihre Bestimmung. Erzählungen und Mobilisierungstaktik basieren im Kern auf zwei Pfeilern, Angst und Opferrolle. Die da oben, die Politik, die Wirtschaft, die Alten, die Männer, alles Täter. Die Jugend, alles Opfer, aber in der Mehrheit, schon demografisch, unfugt, geschenkt. Letzter Satz im Bildartikel, der ist ziemlich lang. Es verkauft sich und sie, Luisa Neubauer, auch. Okay, also ich würde jetzt von der Bild einfach mal nichts anderes erwarten, sage ich euch, wie ich sehe. Aber auf der anderen Seite, da ist ein Psychotherapeut und Religionspsychologe. In der Wissenschaft nehmen wir eine Einzelmeinung nie ernst. Das weiß auch jeder, der sich mit Wissenschaft beschäftigt hat. Aber die Meinung eines Experten ist doch zumindest mal ein Ansatz, hinzuschauen. Hat das Ganze denn tatsächlich sektiererische Züge? Warum hat es mich getriggert? Als junger Kerl, so mit 17, 18, war ich in der Politik sehr aktiv. Damals kam die Scientology-Sekte auf mit ihren immer noch vorhandenen Galionsfiguren, allen voran Tom Cruise. Wir haben uns damals mit Pappschildern vor Kinos gestellt und haben gesagt, in diesen Film braucht man nicht gehen, da ist ein Scientologe, die machen gerade viel Mist. Und ich habe anschließend eine Tournee durch Schleswig-Holstein organisiert mit einer bekannten Scientology-Aussteigerin und mit einem Kriminalkommissar, der sich auch mit dem Thema Sekten beschäftigt hat. Ich habe mich belesen zu diesem Thema und der Vorwurf der Sekte zur Klimabewegung, der ist schon heftig. Und jetzt wollen wir mal in die Fakten reinschauen, bevor wir diskutieren. Bevor wir in die heikle Thematik einsteigen, sind einige Informationen zur Gebrauchsgeschichte des Wortes Sekte sicherlich hilfreich. Ich zitiere jetzt aus einem Internetartikel von Helpster, der mir wirklich sehr gut gefällt, typische Merkmale, an denen Sie eine Sekte erkennen. Und jetzt bitte ich euch, wirklich aufmerksam zuzuhören. Laut dem Fremdwörterbuch bezeichnet das Wort Sekte die Abspaltung einer religiösen Gruppierung. Der Begriff geht auf den lateinischen Begriff Sekat zurück. Dieser wird übersetzt mit Grundsatz, Richtlinie, Partei, philosophische Lehre. Es gibt aber noch einen zweiten lateinischen Begriff Sekturum, der im Fremdwörterbuch in Verbindung mit dem Begriff Sekte genannt wird. Sekturum können Sie mit Folgen oder aber auch konsequent Folgen wiedergeben. Dieses konsequente Folgen einer Lehre oder einer Gruppe wird in unserer Gesellschaft, die sehr großen Wert auf Toleranz legt, nicht gern gesehen und darum oft als einseitig und intolerant verurteilt. Oft wird die entsprechende Gruppe schon an diesem Punkt als Sekte verurteilt, nur weil sie einem Grundsatz folgt. Obwohl es keine offizielle Definition einer Sekte gibt, lassen sich doch bestimmte allgemeine Eigenschaften herausgreifen. So haben Sekten oft eine charismatische Führungspersönlichkeit, deren Aussagen als verbindlich gelten und somit nicht weiter hinterfragt werden. Hier Zitat Ende und einfach Lust zu reflektieren. Ist das so bei Luisa Neubauer und vielleicht auch bei Greta Thunberg? Gibt es da noch andere Köpfe? Gibt es diesen Einkopf oder den Einkopf pro Land? Wird das in der Gruppe nicht kritisch hinterfragt, was von denen kommt, müssen wir diskutieren. Außerdem beanspruchten viele Sekten, ich zitiere wieder, ein rettendes Konzept für sich. Ja, das gibt's. Nur die Mitglieder dieser Sekte kommen demnach in den Genuss wahren Friedens und wirklichen Glücks. Zusätzlich gelten in Sekten oft strenge Regeln für viele Bereiche des Lebens. Diese können Kleidung, Ernährung oder auch die Form des Zusammenlebens betreffen. Ja. Häufig werden die Mitglieder einer Sekte einer kontrollierten Überwachung, zum Beispiel durch das Leitungsteam oder einzelne Personen, unterzogen. Oh, das ist doch mal interessant. Gibt es das bei der Klimabewegung, bei der letzten Generation? Ich würde behaupten, vielleicht. Zu den auffälligen Merkmalen einer Sekte könnten Sie außerdem das Elitebewusstsein dieser Gruppe zählen.
Praktisch bedeutet dies, dass sich die Mitglieder einer Sekte von anderen Gruppen bewusst abgrenzen. In diesem Zusammenhang kommt es oft zu einer Abwertung der Außenwelt und zu einer systematischen Abwertung des bisherigen Lebens. Auch Endogamie spielt in vielen Sekten eine große Rolle. Endogamie bezeichnet das Verbot von Liebesbeziehungen zu Außenstehenden beziehungsweise den Wunsch, dass nur innerhalb der betroffenen Gemeinschaft geheiratet wird. Es kann auch einschließen, dass zur Scheidung aufgerufen wird, wenn ein Partner nicht der betreffenden Sekte angehört beziehungsweise sich verweigert, sich dieser anzuschließen. Das wird es als Regel hoffentlich nicht geben. Aber dass man Schwierigkeiten hat, wenn man vielleicht mit einem Manager von RWE zusammenkommt, weiß ich nicht. Einige Sekten gründen ihre Lehre auf ein sogenanntes eschatologisches Weltbild. Praktisch bedeutet dies, dass Themen wie Weltuntergang und andere Endzeitvorstellungen immer wieder in den Mittelpunkt rücken. Gut, da können wir einen Haken dran machen. Das ist bei dieser Bewegung der Fall. Viele Sekten sind in ihrer Themenauswahl sehr begrenzt. So wird zum Beispiel immer über das gleiche Thema gesprochen. Kann man einen Haken dran machen. Auf diese Weise wird dieses überbetont. Nun ist es sicherlich nicht falsch, wenn sich eine Gemeinde Auseinandersetzung mit diesem einen Thema sollten sich über einen überschaubaren Zeitraum beständen. Nee, Moment. Wenn sich eine Gemeinde für längere Zeit mit einem Thema auseinandersetzt und dies von verschiedenen Standpunkten oder Ansätzen betrachtet. Tatsächlich gibt es Themen der Bibel, die sich geradezu dazu anbieten. Doch die Auseinandersetzung mit diesem einen Thema sollte sich auf einen überschaubaren Zeitraum beschränken. Schließlich erkennen Sie eine Sekte oft daran, dass diese nicht nur Zeit, sondern auch Geld fordern. Zum Beispiel, um die leitenden Personen zu bezahlen oder Gebäude zu mieten, zu kaufen oder zu unterhalten. Klimabewegung, letzte Generation, Straßenkleber und Kunstverschmierer. Sind das schon sektiererische Züge? Mona, Arno, vielleicht gerne in dieser Reihenfolge. Was sagt ihr dazu? Ja, viele Elemente sind ja schon mal drin, ne? Also ich habe auch ein bisschen mitgeschrieben, als du gerade das vorgelesen hast. Ich hatte auch vorher mal geschaut, was man unter Sekte auch konkret nochmal versteht. Hat schon einen Geschmäckle, würde ich mal sagen. Und es ist jetzt nicht abwertend gemeint in irgendeiner Art und Weise, aber ich beobachte das natürlich auch, was da vor sich geht. Und ich habe auch überhaupt kein Thema mit dem, wofür sie einstehen. Also da bin ich auch voll bei dir, Michael. Das ist erstmal grundsätzlich natürlich alles in Ordnung. Aber die Frage ist halt, wie weit geht man und wie weit muss man auch gehen? Und ist das jetzt wirklich der einzig wahre, richtige Weg, den sie ja proklamieren, dass es das ist? Und da sehe ich das auch sehr kritisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich wurde so erzogen, dass die Freiheit des Einzelnen da aufhört, wo die Freiheit eines anderen eingeschränkt wird. Und wenn man sich halt auf eine Straße klebt und halt die Leute noch nicht mal mehr zur Arbeit fahren können und das auch noch unangemeldet tut, sodass man auch keine Möglichkeit hat, vorher drum rumzufahren, sehe ich sowas halt schon kritisch. Oder wenn man sich halt auf dem Flugplatz festklebt und also nicht nur sich selber, sage ich mal, in Lebensgefahr bringt, sondern im Zweifel auch noch ganz, ganz viele andere Menschen, dann ist schon die Frage, wie gerechtfertigt, Punkt 1 ist das, aber auch wie, ich will jetzt nicht sagen verrückt, das ist vielleicht ein bisschen extrem, aber wie weit geht man für seine Überzeugungen an der Stelle? Das sehe ich halt sehr kritisch. Und dass sich Menschen eben auch in die Bereitschaft begeben, sich so einem Risiko auszusetzen. Weil ich meine, es ist ja, jetzt sagt man zwar, naja, die müssen ja gucken können, da kann ja nichts passieren. Ja, also ob jetzt das erste Auto, was da die Straße entlang fährt, tatsächlich weiß, was auf es zukommt, da kann schon mal was passieren. Und das ist jetzt, also wie gesagt, an der Grundsache dahinter streite ich auch gar nicht rum, dass da was gemacht werden muss, aber dass man sich halt im schlimmsten Fall in Lebensgefahr begibt, um dann eben seine Meinung kundzutun. Ich weiß nicht, also für mich persönlich ist das schon sehr extrem und deswegen die Frage, ist das eine Sekte? Ich meine, ich kenne die internen Strukturen zu wenig, um zu wissen jetzt, wie viel ist da gesteuert, wie viel sind die Leute selber bereit, tatsächlich zu gehen, aber es ist schon sehr extrem und ich meine, ich bin ja ehemaliges DDR-Kind, ne? Das hat schon so ein paar Parallelen an gewissen Stellen, wo ich schon nicht ganz umhinkomme, da wegzugucken. Von daher sehe ich das für mich persönlich sehr kritisch, vielleicht mal so als Einstieg. Das ist auch immer die Frage, wer ist dort als Sekte gemeint? Also ist es jetzt die letzte Generation? Ich habe auch zu wenig Einblicke in diese Organisation natürlich. Aber so wie sie sich darstellt, das, was sie macht, das, was sie sichtbar macht, das macht auf mich einen sektiererischen Eindruck. Die Klimabewegung insgesamt nicht. Dazu gehört meine Tochter, die ist bei Fridays for Future dabei, reist auch gerne mal mit einem Zug in eine andere Stadt. Und das Thema ist ihr wichtig und dann macht sie dort mit und ich habe bei ihr nicht den Eindruck, dass sie in einer Sekte gefangen ist, auf gar keinen Fall. Aber
Bei der letzten Generation und der Radikalisierung, die an manchen Stellen sichtbar wird, scheint mir das schon so zu sein. Spannend. Danke für deinen Beitrag, liebe Mona. Arno. Ja, hallo. Grüß dich, Michael. Hallo in die Runde. Bin etwas später aufgetaucht, hatte noch einen Vortrag und das Publikum wollte mehr wissen als erwartet. Ja, ich finde das Thema irgendwie ganz spannend und ich habe für mich beschlossen, dass ich auf diese ganzen Meldungen, die ich erfahre, weil anders weiß ich ja nicht von diesen Aktivitäten, dass ich da für mich mal die Emotionen rausnehme. Und meine ersten Assoziationen sind folgendermaßen. Für mich unterscheidet sich das, was jetzt passiert, im Grunde von der Struktur her ja nicht von dem, was zum Beispiel über viele Jahre Greenpeace getan hat. Spektakuläre Aktionen setzen, die innerhalb kürzester Zeit medial transportiert werden, dadurch möglichst große Öffentlichkeit erlangen, um für ein Anliegen Öffentlichkeit zu schaffen. Die Greenpeace-Leute haben sich haben mit kleinen Booten, sind vor Ozean, Dampfern irgendwie losgefahren unter Lebensgefahr, haben sich, da habt ihr sicher Bilder im Kopf, von irgendwelchen Schornsteinen abgeseilt und so weiter. Also ich glaube jetzt, das unterscheidet sich in der Sache nicht besonders. In einem Punkt allerdings unterscheiden sich die Aktivitäten deutlich. Sie berühren nämlich zwei Themen, die für uns, sagen wir für mich und auch durchaus mein Umfeld, durchaus heikel sind. Und zwar zwei Kulturobjekte, die schwer, also die, wenn die angegriffen werden, dann wird es emotional. Das eine ist das Auto. Es gibt in unserer Gesellschaft kaum etwas, was in der Politik heißer diskutiert wird oder mit spitzeren Fingerspitzen angegriffen wird als das Thema Auto, weil es irgendwie so das Auto nach wie vor so das große Symbol für die persönliche Freiheit der Menschen ist. Und das wird jetzt angetastet und jetzt wird es arg. Und das Zweite ist die Kunst. Und ich habe mich selbst beobachtet, also mein erstes war ein Aufschrei, die Kunst wird angetastet. Aber bei genauerer Betrachtung ist das ja nichts anderes als eine ähnliche Tabuverletzung, weil es passiert ja nicht wirklich was, sondern es wird ja nur scheinbar etwas irgendwie bekleckert, ja, weil man weiß, dass der Plexiglas drüber ist. Es wird also mit, aus meiner Sicht, ganz gezielt mit gesellschaftlich hochemotionalisierten Symbolen gehandelt, um Öffentlichkeit zu erlangen. Und das finde ich von der Struktur her ganz interessant. Also ob das jetzt eine Sekte ist oder nicht, darüber habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht, weil ich keine Idee habe, wie die organisiert sind. Und so wie ich auch tatsächlich Sekten kenne und auch Sektenstrukturen auch in meinem persönlichen Umfeld in den letzten 30 Jahren auch erlebt habe, das scheint mir doch etwas anderes zu sein. Aber ohne jetzt da sachkundig zu sein. Mhm. Danke dir. Ja, du hast vollkommen recht. Also das Auto wird angegriffen. Das darf ruhig passieren, finde ich. Ich habe durch das elektrische Fahren keinen Ärger mehr mit der Polizei. Das ist auch spannend. Also es schadet gar nichts. Und ich komme immer noch an und ich verliere nichts, habe ich festgestellt. Obwohl ich fahre einfach deutlich langsamer. Sonst ist der Akku einfach zu schnell leer, das ist so. Ist da nicht deine Männlichkeit angegriffen? Nee, das ist die Zeit. Du, es ist, ja. Ich hatte auch mal die Zeit, in der ich Spaß daran hatte, im Porsche zu fahren. Und ich würde auch heute noch gerne einen Leihwagen mal fahren, einfach so zum Spaß. Und das würde das auch machen, wenn ich die Lust verspüre. So weit geht es bei mir dann eben einfach nicht. Ne? Da ist mir meine individuelle Freude, Spaß und ich weiß ja, wie ich insgesamt mit Themen umgehe, insbesondere eben auch Klima, gehe ich mit reinem Gewissen abends ins Bett, auch wenn ich ein Wochenende Porsche fahren würde. Aber insgesamt von Dauer halte ich das einfach für richtig. Ich habe mir immer überlegt, wenn so ein Liter Sprit irgendwo rausgefraggelt wird oder wie heißt das, wenn die da so Gase reindrücken und das hochdrücken und dann absaugen,
bis das dann gereinigt wird, raffiniert wird und bis es an der Tankstelle ist. Also alleine dieser Liter Sprit, der tut mir schon weh, wenn ich den reintanke und das mir so ein bisschen Öko-Elektrostrom vom Dach oder einfach lieber, um ein Auto zu bewegen. Und das, da ist auch eine Logik drin, finde ich. Die kann ich mit meinem beschränkten Wissen nachvollziehen. So ist es. Aber du hast recht, das Auto wird angegriffen. Das sage ich jetzt von meiner Seite meinetwegen. Bei dem anderen, da tue ich mich auch schwer. Also ich bin Kunstliebhaber, wirklich. Ich war letztes Jahr auf der Frieze mit meiner Frau und Freunden, dieser Kunstmesse in London. Und wir haben wirklich ein großes Herz für die, die sich dort in der Kunst engagieren. Und wenn jetzt die kommen und ihren, ja, die sollen doch auch laut werden. Und es gibt viele Wege. Und ich fand das Beispiel mit Greenpeace gut, dass du sagst, die haben sich dann eben mal abgeseilt von einem Schornstein oder den Schornstein dicht gemacht, weil sie hochgeklettert sind. Das ist auch eine Form von Aktivismus, wo ich sage, das ist völlig in Ordnung. Aber sich auf eine Straße kleben, also mit der Selbstverstümmelung geht's ja schon los, andere Leute nicht zur Arbeit lassen, oder dann sogar Kunstwerke, die zumindest unter die Gefahr stellen, dass sie dauerhaft beschädigt sind. Da kriege ich auch, ja, dann werde ich auch emotional. Und wir wissen ja, was passiert, wenn wir emotional werden. Kampfflucht, Schockstarre, Zusammenrottung wirkt und wir haben dann nicht unbedingt Zugriff auf unsere kognitiven Fähigkeiten. So, und jetzt kommen wir zurück zur anderen Seite. Wenn diese letzte Generation tatsächlich so agiert, dass die sich untereinander coachen und zur Radikalisierung unterstützen, dass sie diese Maßnahmen machen. Es gibt ja einzelne Zitate, in denen sie sagen, wir müssen mehr machen, das reicht noch nicht. Also das Ende der Welt steht bevor und wir wissen das. Finde ich schon schwierig. Also wenn das passiert und die Leute immer mehr in dieses System gesogen werden, wir sind richtig, wir sind die Einzigen, die eine Lösung haben und alle anderen haben das nicht. Und wenn man den Gurus blind folgt, dann finde ich, wird es in der Tat schwierig. Sehr schwierig sogar. Dann haben wir nämlich sektiererische Züge. Dann würde ich immer noch nicht von einer Sekte sprechen, aber von sektiererischen Zügen auf jeden Fall. Ja, so viel zur Expertenrunde. Ich danke euch schon mal recht herzlich und mehr Info. Ist noch zu früh für diesen Knopf. Nee, da. Der ist schön, wunderbar, für diese Expertenrunde, so als Abbinder, ne? Und jetzt seid ihr eingeladen, ihr lieben Zuhörenden, die ihr dabei seid. Hebt doch gerne eure Hand und diskutiert mit uns über dieses Thema. Also wie seht ihr das? Was mich wirklich interessieren würde, ist, und das, hier geht's nicht um richtig und falsch, sondern gerne auch um einen gefühlten Eindruck. Wie weit darf denn so ein Protest gehen? Ist das angemessen, was dort passiert? Oder ist es vollkommen unangemessen? Ist es angemessen, wenn Sie dafür sorgen, dass Leute nicht zur Arbeit kommen? Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich vermarkte ein Seminar, das kostet Zeit, Aufwand. Die Leute melden sich an. Wir fliegen nach Mallorca für meine Seminare, für mein Einstiegsseminar. Und jetzt kommt die Hälfte der Gruppe nicht, weil die Hälfte der Gruppe von einem Flughafen kommt und dann heißt das im Nachhinein, da haben sich jetzt ein paar Leute, haben sich jetzt hier auf die Flugbahn geklebt und deswegen verschiebt sich das vielleicht um einen ganzen Tag. Das ist ein Horror der gesamten Organisation, ein Eingriff in mein Unternehmen, auch in mein Persönlichkeitsrecht, das der anderen. Da hört's einfach für mich auf. Jetzt kannst du sagen, ja, aber Moment, wenn die Fluggesellschaft morgen streikt, dann hast du denselben Ärger. Ja, das stimmt. Aber das ist eben die Frage. Da interessiert mich eure Meinung. Freue mich sehr, dass du dabei bist, lieber Ralf. Was ist dein Eindruck zu dem Thema? Hallo erstmal und auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dieses Thema hier auf die LinkedIn-Audio-Bühne bringst. Vielen Dank, Michael, und auch guten Abend, Mona, Arno und alle anderen, die gerade zuhören. Ich habe gerade sehr gespannt gelauscht und kann mich vielen von dem, was ihr gesagt habt, anschließen. Ich möchte zwei Gedanken mit reinbringen. Das erste ist, ich bin voll auf der wissenschaftlichen Seite und bei mir ist es ähnlich wie bei dir, Michael. Ich habe sehr viel in meinem Privatleben auch umgestellt, um eben auf Klima zu optimieren, um sozusagen. Kann es mir aber genau wie du, wahrscheinlich genau wie viele hier auch entsprechend leisten. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, wenn es dann darum geht, naja, wie weit darf so ein Protest gehen? Ne? Weil natürlich könnten sich jetzt die AktivistInnen auch auf die Straße stellen und ein Schild hochhalten. Aber wenn es niemanden stört, dann bekommt das, glaube ich, auch nicht die mediale Reichweite. Was ich spannenderweise bei mir beobachtet habe, ist, wann immer jetzt N24
dem eine Push-Nachricht widme, nach dem Motto, ja, haben sich auf die Landebahn geklebt oder ähnliches, dass ich dann, meine erste Reaktion ist, dass ich denke, boah, krass. Und irgendwie finde ich das cool und habe Respekt dafür, dass sie so weit gehen. Auch wenn es natürlich ein Akt der Verzweiflung ist, was man nicht vergessen darf. Ne? Bei dem Thema Kunst bin ich auch bei dir. Da frage ich mich, naja, warum Kunst? Ich habe mich mal mit einem unterhalten, der auch so ein bisschen ja, in dem Bereich drin ist. Ist jetzt übertrieben, aber der sagte, naja, die Botschaft dahinter ist ganz klar. Wenn wir nämlich keine lebenswerte Welt mehr haben, weil das Klima sie zerstört hat, dann brauchen wir auch keine Kunst mehr. Das finde ich, hinkt so ein bisschen das Argument mit auf die Straße kleben, Flugverkehr lahmlegen, da sehe ich den direkten Bezug zum Klima, das kann ich also nachvollziehen. Ne? Aber ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, da eine Grenze ziehen zu dürfen, ab wann es rechtmäßig ist oder nicht. Wichtig ist mir nur, dass es zu keinen Personenschäden kommt. Ne? Das ist, glaube ich auch, da sind wir uns auch alle einig. Der zweite Gedanke, ich möchte noch einen Hinweis geben auf einen Podcast, den ich gehört habe. Das ist immer mein Morning Briefing von Pioneers. Da haben sie eine Psychologin interviewt, die sich mal versucht hat einzuschleusen in die letzte Generation. Und die hat berichtet, dass es ganz eindrucksvolle Trainings sind, wo die sich quasi virtuell in Zoom-Call zusammentun und mit einer geführten Meditation die einzelnen Aktionen durchgehen und auch diesen stillen Widerstand bei der Festnahme durchgehen und dann so eine Visualisierung machen, wie fühlst du dich, wenn du im Gefängnis bist? Und sie schon sagte, ja, das ist aus psychologischer Sicht hochgradig professionell, was sie da tun. Es wird aber in diesem Termin nicht über die Sache an sich gesprochen. Also es geht nur um die Vorbereitung der einzelnen Aktionen und nicht um die Diskussion, ist das das Richtige, ist das nicht das Richtige. Da scheint das eine sehr zentralisierte Organisation zu sein, was ich so auch gar nicht wusste und das fand ich entsprechend ganz interessant. Einschleusen war deshalb so ein bisschen in Klammern, weil sie sagte, naja, die Termine für die Schulung stehen auf deren Website. Insofern ist es gar nicht so schwer, da reinzukommen. Das sind nur so meine zwei Gedanken dazu. Ich hoffe, dass ich damit noch ein bisschen vielleicht eine andere Perspektive reinbringen konnte. Ja, absolut. Vielen Dank. Also für Mona, Arno und auch alle anderen, die noch hochkommen möchten, wenn ihr möchtet, ist eine offene Diskussion. Könnt ihr jetzt auch sofort eine Rückmeldung zugeben. Zwei Dinge. Das eine, ja, dass in dieser Organisation gar nicht mehr diskutiert wird, finde ich auch ein bisschen schwierig. Also wenn wir auf LinkedIn jetzt hier, wo wir gerade ja beheimatet sind, die Diskussion dazu uns durchlesen, dann treffen wir zum Beispiel auf den Vince Ebert, der sagt, ja, also es gibt Dinge, die sind wissenschaftlich völlig klar, aber die Rückschlüsse, die gezogen werden, die sind ideologisiert. Und solange wir ideologisch an die Sache herangehen, da sind wir in der sogenannten dunklen Triade der Kommunikation, erkläre ich gleich gerne nochmal, dann werden wir nicht zur Lösung finden. Und einen schönen Beitrag, den ich heute dazu gelesen habe, ist, wie diese Generation natürlich auch Greta Thunberg weiterhin hinterherläuft als das Gesicht, also auch ne, die Erlöserin sozusagen, um jetzt mal in der religiösen Sprache zu sein, die wir ja hier so ein Stück weit terminieren wollen. Und dann schauen wir nach Schweden und stellen fest, ja, in Schweden ist alles toll. Aber Schweden hat entschieden, zum Beispiel Atomkraftwerke weiter zu betreiben und auch neue zu bauen, wenn wir jetzt die letzten drei hier in Deutschland abbauen. Und Schweden sagt klipp und klar, der Ausstieg aus dem Atomausstieg ist logisch, wenn wir nämlich CO2-Energie für unsere Industrie und für die Menschen herstellen wollen, dann ist das einfach per dato der sauberste Weg. Und da gibt es ja viele Argumente, die das unterstreichen und sagen, ja, man kommt einfach nicht effizienter an Energie als durch Atomkraft. Aber es ist komplett ideologisiert, diese Diskussion. Das ist jetzt, was der Kabarettist und Physiker Vince Ebert anspricht und in seinem aktuellen Bestseller auch bespricht. Der sagt, es gibt eigentlich kein Argument mehr dafür, diese Atomkraftwerke weiter abzubauen. Aber du bist in dieser Ideologie drin und in der Ideologie zählt die Meinung mehr als das Faktum. Dunkle Triade der Kommunikation, da haben wir es mit Extremisten zu tun, mit Ideologen und mit Fundamentalisten. Das sind alles Menschen, die ihre Meinung und das Verteidigen ihrer Meinung vor die Dialektik stellen, also vor die Gegenthese. Und dann findet diese Zentralisation statt, die wir eben wahrnehmen, also die ich zumindest beobachte von außen in dieser letzten Generation. Das und das, was du dann beschreibst, ist psychologisch sehr klug. Also ich war auch 4 Jahre beim Militär. Dort wird man eben auch auf den Einsatz vorbereitet. Auch dort spielt man die Dinge im Kopf vorher durch, dass man dann geht. Das ist klar, beim Militär ist es Befehl und Gehorsam. Und bei ideologisierten Bewegungen ist es einfach die Sache an sich, also der Glaube, nennen wir es beim Namen, es ist ein Glaube, deswegen passt ja auch wieder Religion und Sekte. So, das wollte ich nochmal erklären. Und eine Rückfrage habe ich noch.
Und zwar zum, das ist der Akt der Verzweiflung, hast du gesagt. Das hat mich auch getriggert, Ralf. Wenn die sich dann auf die Straße kleben, dann ist das ein Akt der Verzweiflung. Also ja, ich glaube das denen sogar. Und jetzt will ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, um einfach mal in den positiven Aspekt zu gehen. Ich würde es den jungen Leuten auch zusprechen. Mensch, du glaubst da an etwas und du hast das Gefühl, du musst etwas tun. Wie gesagt, ich beobachte das bei meiner Tochter auch, die zumindest bei Fridays for Future dabei ist und sagt, nein, Papa, ich muss dahin und heute lerne ich nicht für die Schule. Dieser Tag, der ist mir wichtig und ich gehe mit meinen Freundinnen und wir werden dort gemeinsam laut protestieren, damit die Leute klügere Entscheidungen treffen, was das Thema Klima angeht. Denn dass wir nicht genug tun, ich glaube, das ist ja klar. So, und die machen jetzt den Akt der Verzweiflung und sorgen dafür, dass wir nicht zu unseren Kunden können, unsere Kunden nicht zu uns kommen können. Schwierig, ne? Also ich finde es schwierig, weil das wie so eine Entschuldigung klingt. Es ist ja ein Akt der Verzweiflung, dann darf man das ja machen. Aber nein, finde ich nicht. Ich darf ja auch nicht, weil ich verzweifelt bin und mich argumentativ gegen meine Frau nicht durchsetzen kann. Was stimmt übrigens. Kann ich mich jetzt ja nicht hingehen und sie schlagen. Oder sie einsperren oder so. Und sagen, denk mal drüber nach. Kann ich ja nicht machen. Ich begebe dann eine Straftat. Und wo ist jetzt dieser Weg zwischen, das ist Protest und das ist Straftat? Ne? Darf ich dazu noch mal? Ja, unbedingt. Ich spreche dich ja an. Klar, gerne. Ja, sehr gut, danke dir. Ich habe auch gesehen, dass Mona auch ready ist. Da gebe ich dann gleich gerne an Mona ab. Nur vorher noch auch zwei Gedanken dazu. Also das erste ist, dein Vergleich hat mich zum Schmunzeln gebracht und ich war nicht der Einzige. Ich würde nur einmal die Konsequenz zu Ende spielen. Ich meine, wenn du eine Diskussion oder eine Argumentation gegen deine Frau verlierst, was mit Sicherheit mal vorkommt, aber ich glaube nicht, dass du immer verlierst. Das kann ich mir bei deiner Rhetorik gar nicht vorstellen. Du kennst sie nicht. Das stimmt. Dann hast du im Zweifel vielleicht einen schlechten Tag, einen schlechten Abend. Wenn wir jetzt aber bei der letzten Generation davon ausgehen, und wir haben ja gesagt, wir sind auf der wissenschaftlichen Seite, dass das nicht alles an den Haaren herbeigezogen ist und wir tatsächlich vor maßgeblichen Änderungen stehen, dann ist die Konsequenz da ja eine ganz andere. Und nicht, man hat irgendwie einen schlechten Abend oder man hat eine Argumentation verloren, sondern wir haben unsere Lebensgrundlage verloren. Das heißt, ich sehe da schon noch in der Dramatik der Konsequenz quasi eine Rechtfertigung, dann auch zu anderen Mitteln zu greifen. Und der zweite Gedanke, du hast gerade eben auch gesagt, Glauben, da ist der Glauben hinter. Und da tue ich mich so ein bisschen schwer mit dem Vergleich zu einer Sekte. Wir haben ja angefangen mit Wissenschaft und das Fundament der letzten Generation ist ja auch auf der Wissenschaft basiert. Natürlich gibt es dann unterschiedliche Ausgestaltungen mit der Dramatik, ne? Keine Frage. Aber der Grundgedanke ist ja auf einer Wissenschaft basiert und deshalb tue ich mich da schwer, dann von Glaube zu sprechen, weil das ja nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Zumindest waren wir uns da ja, glaube ich, eingangs einig. Ja, das schon. Nur, also, dann wollen wir weiter reingehen in die Begriffsdefinierung der Wissenschaft, denn es geht hier um Falsifikation. Also, der Wissenschaftler sagt, nach allem, was wir heute wissen und untersucht haben, ist es so. Wir wissen aber, dass die Wissenschaft auch häufig dann falsch liegt. Vince Ebert zum Beispiel sagt, wir behaupten, wenn das und das passiert, dann sind das die Konsequenzen und die globale Katastrophe, der Weltuntergang ist da. So das Szenario der, ich sag jetzt bewusst wieder Gläubigen. Wir haben aber auch gelernt, dass andere Voraussagen in diese Richtung schon völlig schief gingen und die Welt dann irgendwie doch Mittel gefunden hat, weil die Natur in sich intelligent ist, die Dinge anders zu lösen. Also ist es dann gleich der Untergang? Und da sind wir ja eben beim Problem. Wissenschaft versucht ja auch nach vorne zu gucken und zu interpretieren, was passiert, wenn. Aber wenn wir uns alleine das wunderbare Buch von Hans Rosling, Factfulness, durchlesen, sehen wir, dass wir ja auch in der Wissenschaft mit unfassbaren Denkfehlern zu tun haben, die einfach auch dazu geführt haben, dass viele Dinge dann ganz anders gekommen sind, als wir es vorher geglaubt haben. Und da bin ich einfach beim Glauben. Also sie gehen davon aus, dass das, was die es hochkritisch sehen, jetzt an Behaupten und ja auch nur an Thesen in den Raum werfen, die Realität ist. Und diese Realität, die sie glauben, sie zwingt sie nun dazu, hier diesen, ich zitiere dich nochmal, lieber Ralf, Akt der Verzweiflung zu tun und andere Menschen in ihrem Handeln zu begrenzen. Finde ich schwierig. Also ja, Fakt ist, dass wir eine Klimaerwärmung haben und es ist davon auszugehen, dass das sehr viel Schaden verursachen wird.
Und dass man dagegen etwas tut, ist richtig. Aber wie weit darf es eben gehen? Und ne, diese Diskussion soll ja auch den Menschen idealerweise im Podcast, das hören ja ein paar tausend, vielleicht ist ja auch einer dabei aus der Bewegung, der den mal hört und der dann drüber nachdenkt und sagt, Mensch, diskutieren wir eigentlich intern genug? Und alleine wenn das ein Ergebnis wäre aus diesem heutigen Talk, dann wäre ja schon viel passiert. Ne? Also eine andere Frage, vielleicht auch an Mona Arno, die Ida hat sich leider wieder, ist sie nach unten gegangen, hat sich die Frage vielleicht aufgeklärt. In die andere Perspektive zu gehen und zu fragen, also inwieweit ist das gerechtfertigt, was dort passiert? Da ist die Ina wieder. Mensch, ich hole dich sofort wieder hoch, zack, bist du bei uns und melde dich dann gerne nochmal zu Wort. Also inwieweit ist das gerechtfertigt? Aber Ina, ich möchte dich hören gerne. Ja, hallo. Hallo. Spannende Debatte hier. Ich muss genau den gleichen Punkt, den Ralf Leisgar gerade aufgegriffen hat, auch nochmal aufgreifen. Und zwar die Frage, was ist denn die wissenschaftliche Grundlage, auf der wir hier heute Abend diskutieren? Oder von der sich dann die Frage nach Glaube und Ideologie abspaltet? Und da würde mich zum Beispiel auch interessieren, ob du den IPCC-Bericht als potenziell etwas einschätzt, was noch eine Fehlerquote hat oder wo sich die Wissenschaft irren kann oder ob diese große Metadatenanalyse ja für dich eine Aussagekraft hat. Die Frage war jetzt an mich gerichtet. Ja. Ja, natürlich hat die eine Aussage, das ist ja ganz klar. Nur, also dass die Fakten, ich denke, darüber sprechen wir ja klipp und klar, die sind gegeben. Wir haben eine Klimaerwärmung und die Politik selbst hat sich ja Ziele gesetzt, die sie nicht erreicht. Und das ist ein Desaster. Das kann man auch nicht als etwas anderes bezeichnen. Ich bin zutiefst enttäuscht von den Konsequenzen, die dort gezogen werden. Nehmen wir jetzt mal alleine, wie heißt das? Heißt das Lützerath? Helf mir mal kurz. Dieses Braunkohledorf dort, was geräumt wurde. Und dass die jetzt anfangen, dort Braunkohle zu ziehen. Bei aller Liebe, aber, und ich habe es ja vorher schon mal versucht anzusprechen, ich bin hier auf der Seite, also ich war damals echt froh, als es hieß, nach Fukushima, wir lassen das jetzt mit der Atomkraft. Ich dachte, nein, stimmt, ist einfach das richtige Zeichen. Hören wir auf und das mit der Endlagerung ist nicht geklärt. Kurz danach war ich in der Nähe von Schweinfurt in einem Atomkraftwerk. Der Chef des Atomkraftwerks ist ein guter Bekannter von mir und mit einer kleinen Gruppe hat er uns mal durchgeführt und hat uns mal moderne Atomkraft erklärt. Ich habe meine Meinung sofort geändert und habe gesagt, wow, das ist ja klasse. Also selbst geschützt gegen Flugzeugterrorangriffe, die auf den Turm drauffallen, passiert dort nichts. Das haben die geklärt mit erstens und zweitens. Das Endlagerungsthema, das ist natürlich immer noch ein Thema, was aber im Vergleich zu der Relevanz, was wir bekommen, bis wir es geschafft haben, die Atomkraft auszuschalten, weil die regenerativen Energien dann ausreichend abgesichert liefern, das ist einfach gegeben. Und hier zum Beispiel sehe ich ein Problem und frage, warum schafft es die Politik hier nicht, also ich weiß es warum, aber die Frage muss ja geklärt sein, warum schafft die Politik es hier nicht, zwei Schritte zurückzugehen und zu sagen, na klar, wir machen es wie Schweden, wir steigen aus dem Atomausstieg aus, nehmen uns einen Zeitraum vor, der übersichtlich ist, von 10 Jahren. In diesen 10 Jahren sorgen wir dafür, dass die regenerativen Energien so stark sind, dass die Atomkraft quasi von selbst obsolet wird. Das wäre doch mal ein Weg. Und der wäre natürlich fürs Klima auch fantastisch. Aber er wird nicht gegangen aus ideologischen Gründen. Und da sehe ich einfach das Problem. Und dieses Überideologisieren und sich selbst immer wieder einfach die Gegenthese gar nicht zuzulassen. Da entsteht ja das Problem, weshalb dann auch von außen her dieses Gefühl entstehen könnte, das ist eine Sekte. Ina, habe ich dir das damit ausführlich genug beantwortet? Nee, leider nicht. Also für mich ist noch nicht klar, in welchem Moment für dich das Überideologisieren beginnt. Mhm. Denn genau, für mich auch noch diese Frage nach der Grundlage des IPCC-Berichts, wenn ich jetzt das höre zur Beurteilung von Atomkraft. Ne? Dann gehe ich jetzt davon aus, da sind sicherlich irgendwelche Fakten gekommen, die haben dazu geführt, dass du zu der und der Haltung gekommen bist und sagst, okay, das macht keinen Sinn, eigentlich jetzt weiterhin aus der Atomkraft auszusteigen. Und genau, von daher mag ich nochmal fragen, über welche Fakten sprechen wir denn in Bezug auf
ja, den Verlauf und die Prognosen der Klimakrise. Also ich hoffe, dass du nicht von mir verlangst, dass ich den kompletten IPCC-Bericht jetzt in- und auswendig kenne, der im März 2022 erschienen ist. Ina, mach bitte entmute dich. Das war eine Gegenfrage. Ja, klar. Genau, ich hätte gerne für dich diese offensichtliche Linie, die du da ziehst, nochmal klar bekommen. Die ist für mich nicht greifbar in dem Moment. Mhm. Du warst von Anfang an in der Diskussion dabei? Ja. Okay, alles klar. Dann ist es für mich jetzt eine Wiederholung. Deswegen musste ich jetzt einfach nochmal nachfragen, damit ich es nochmal schnell auf den Punkt ziehe. Also die Wissenschaft klipp und klar Fakten darlegt, dass wir eine Klimaerwärmung haben, ist klar. Und dass sie Szenarien dann baut, was sind die Folgen dieser Klimaerwärmung, das ist auch relativ klar. Aber es sind, wie alle Voraussagen, und das ist die Kritik an die Dinge, eben eine Voraussage, die ganz oft schief gehen. Als Beispiel habe ich hier das Buch von Hans Rosling, Factfulness, genommen, der wunderbar zeigt, wie auch die Wissenschaft mit ihrer empirischen Arbeit und ihrem Vorgehen, das sie bisher hat, einfach das Problem hat, dass sie Denkfehlern zufolge liegt. Und wir haben hier eine andere Seite, die ist recht unprominent, aber zumindest lustig. Das ist ein Kabarettist, der darf das wenigstens noch, ohne dass der gevierteilt wird in der Öffentlichkeit. Vince Ebert, der sagt, sorry Freunde, aber ich sehe, dass das ein Problem ist, aber die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, das sehe ich eben nicht. Mich interessiert insbesondere der Umgang mit dieser Organisation, die im Augenblick in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit sich verradikalisiert und dadurch eben zur Debatte nichts mehr beiträgt. Also wenn wir jetzt aus der Klimabewegung insgesamt es eine Gruppe gibt wie die letzte Generation, die weiter zur Radikalisierung neigen würde, also wenn das passieren würde, was würde dann mit der Gesamtdiskussion passieren? Würden dann nicht die Fakten beispielsweise auch aus dem genannten IPCC-Bericht dafür Sorge tragen, dass in Zukunft diese Fakten gar nicht mehr eine Rolle spielt, sondern in der Öffentlichkeit durch die Aufregung, die passiert, durch die Radikalisierung, durch immer radikalere Akte der Verzweiflung, wie Ralf es genannt hat, also Maßnahmen, die auch andere Menschen in ihrer Freiheit begrenzen, dient das dann noch dieser Diskussion oder dient es dann nicht? Und meine These ist ganz klar, dass es dieser Diskussion dann nicht mehr dient, sondern dass es dann zu einer Radikalisierung auf beiden Ebenen kommt. Und deshalb finde ich die Diskussion so wichtig, dass wir darauf achten, hier eben auch eine Rückmeldung zu geben und zu sagen, Freunde, ihr seid jung und ich verstehe euer Anliegen und ich danke euch sogar für das Lautsein zu diesem Thema, dass wir es in der Öffentlichkeit diskutieren. Ich bin ja ein Freund der Debatte, weil sie die Grundlage der Demokratie ist. Aber die Frage ist, hinterfragt ihr euren Weg eigentlich? Und das, was wir eben bisher hören und auch in der heutigen Diskussion bisher herausgekommen ist, dass wir nicht den Eindruck haben. Und das wäre dann die nächste Frage, die wir mal in einem anderen Podcast klären müssten. Ne? Michael, was mir gerade durch den Kopf geht, das ist nochmal zurückzugehen zu diesem Punkt, wo Meinung entsteht. Ich denke, das ist ja durchaus so ein, wie soll man sagen, also durchaus ein Ergebnis unserer Zeit, dass die Zusammenhänge, in denen wir leben, sich immer mehr verästeln. Also wenn du versuchst, einen Überblick dir zu schaffen über das, was in der Welt so passiert, politisch, wirtschaftlich, ökologisch und so weiter, technologisch, dann bist du als einzelner Mensch heute, sage ich mal so, nicht mehr in der Lage, das wirklich in der Dichte und in der Vernetzung zu erfassen. Hm. Überall dort, wo ich aber merke, ich blicke nicht durch, veranlasst es sehr leicht, mir dann eine Meinung zu bilden. Also ich ziehe mich dann im Grunde zurück auf etwas, was ich behaupten kann. Das ist so ich sehe es so ähnlich wie eine Schutzbehauptung, weil ich nicht innerlich bereit bin oder mutig genug bin, in eine Diskussion oder in ein Gespräch zu gehen und zu erkennen zu geben, dass ich nur einen Teil verstehe und beim anderen nachfragen müsste, also dass da etwas offen ist. Mhm. So wie ich es in meiner
Genese sozusagen kennengelernt habe, so in den 70er Jahren. Da ist man demonstrieren gegangen und dann gab es die eine Fraktion und dann gab es die andere Fraktion und da hat man sich befetzt. Aber im Grunde war es immer wieder die Suche nach einem Weg. Und auch das hat sich dann irgendwo radikalisiert und dann bist du aber auch wieder bei der Ausgrenzung und bei diesem Einteilen der Menschen in die einen und in die anderen. Hm. Und das ist, denke ich, immer der Tod der Demokratie. Denn das Gesellschaftssystem, in dem wir leben, ob wir zufrieden sind damit oder nicht, das baut immerhin damit auf, dass eine breite Meinungsbildung irgendwo passiert, aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. Und dann irgendjemand, der an der einen oder anderen Schaltstelle sitzt, sich berufen fühlt, eine Entscheidung zu treffen, von der er auch nicht hundertprozentig sagen kann, dass sie richtig ist. Aber sie muss getan werden. Und was den Strom zum Beispiel betrifft, ist es ähnlich. Also ob man das jetzt ideologisch sieht oder nicht, aber ich meine, wir schauen blöd aus der Wäsche, wenn wir unser Handy nicht mehr aufladen können. Ne? Also, ja, wenn es nur das wäre. Ne? Also das ist ja... Es hängt ja, ich sage es jetzt nur als mit Smiley. Da können wir erstmal begrüße ich die vielen Gäste. Gleich, ich werde euch gleich nochmal alle drei begrüßen, zusätzlich hier oben auf der Bühne und will den Hinweis geben, dass wir auch noch eine gute Viertelstunde haben zum Diskutieren. Aber wir gehen dann ja ganz schnell in den Bereich der Philosophie einfach auch. Also denn tatsächlich ist natürlich gerade das Energiethema etwas, das uns Wohlstand schenkt. Und wir dürfen nicht vergessen, was wir durch den Wohlstand schaffen. Also es geht ja nicht um uns egoistisch, sondern durch den Wohlstand haben wir ja auch die Möglichkeit, in viele andere Dinge einzugreifen. Also ich als Unternehmer, wenn ich mir Wohlstand erarbeite, kann ich mit Kleinigkeiten anfangen, der Fußballmannschaft mal ein Trikot geben. Ich kann aber auch dafür sorgen, mit anderen Kollegen einen hohen sechsstelligen Betrag für Kinder zu spenden. Also aus der Stärke heraus ist es immer leicht, die Gesellschaft zu verändern. Und wenn eine Diskussion zu ideologisiert ist, wird oft dieses, dass erst einmal etwas erschaffen werden muss, bevor es verteilt wird, wird einfach zu oft vergessen in der Diskussion. Und da, ich stimme dir in allem zu, in dem einen Punkt können wir noch ein bisschen differenzierter diskutieren aus meiner Sicht, dieses Wir gegen die. Ich finde das ja gut. Also solange wir mit denen reden, ist das eine gute Geschichte. Es ist gut, wenn die auch gerne mit einer Weltanschauung, die besonders ist, an die Dinge herangehen und sagen, wir bleiben jetzt mal konsequent in dieser Richtung und wollen das einfach mal zu Ende denken. Und dadurch entstehen ja Debatten. Und ohne Debatte haben wir keine Demokratie. Ohne These und Antithese kommen wir nicht zu einer guten Synthese. Und so ist das auf der Seite der einen als auch auf der Seite der anderen. Solange wir nur in unserer Bubble sind und nicht mit den anderen diskutieren und die Diskussion zulassen, werden wir nicht zu guten Synthesen, zu guten Ergebnissen kommen. Und dann stimmen die Appelle auch nicht mehr. Es ist wie bei einer Stegreifrede, weißt du, Arno? Und hundertprozentig d'accord. Und das ist mir an der Stelle noch wichtig. So, jetzt haben wir Gäste und die Peggy hole ich auch noch hoch und ich freue mich sehr. Und Ina, du kannst auch jederzeit wiederkommen. Wir haben die Perdis, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon. Die liebe Ruth ist dabei, die liebe Nina und die Peggy ist gerade hochgekommen. Und ich würde euch auch in der Reihenfolge dann bitten, euer Statement abzugeben oder eure Fragen zu stellen, je nachdem, was ihr jetzt mitgebracht habt auf die Bühne. Licht los. Perdis. Okay, ich war jetzt gerade verunsichert, weil ich gesehen hatte, dass Nina dann auch loslegen wollte. Also, hallo Michael. Hallo. Du siehst mein Gesicht jetzt nicht, wie ich strahle. Hallo Arno. Ja, die Frage, die ihr aufgeworfen habt, finde ich großartig. Und ich kann nur sagen, für mich ist es eine Mischung dessen. Ich glaube, das Problem besteht darin, dass wir hier einen Generationskonflikt haben. Und der Irrsinn, daran merkt ihr schon, wie ich zu der letzten Generation stehe, besteht vor allem darin, dass sie eigentlich die Generation, also ich beziehe es jetzt mal nur auf mich, meine Generation erreichen möchte, allerdings mit ihren Aktionen genau das Gegenteil dessen bewirkt. Und was mir dabei tatsächlich fehlt, ist die Weitsicht, dass man für eine durchaus gute Sache versucht, Aufmerksamkeit zu erringen, allerdings in meinen Augen mit falschen Mitteln. Mhm.
Und wenn die letzte Generation, ich hoffe, ich habe jetzt, ihr seid von dem Thema nicht weiter weggegangen, aber tatsächlich betrachte, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo ich Grenzen, und für mich sind Grenzen immer auch Gesetze, überschreite, in dem Moment ist es nicht mehr legitim, was da tatsächlich stattfindet. Ja. Das, da gehe ich d'accord, absolut, natürlich. Und dann und wie gesagt, einen Schritt weiter sogar noch gedacht, diskutieren die eigentlich untereinander auch noch die kritische Seite zu der Bewegung? Wenn das gegeben ist, dann ist das gut. Und dann danke ich erhaben für den Akt der Verzweiflung und die Tat auch, das ins Bewusstsein der anderen zu rufen. Aber bitte lass die anderen Menschen dabei ihr Leben leben. Das ist einfach wichtig. Danke dir. Ruth, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich auch hier einen Beitrag zu etwas beitragen kann zu dem heutigen Abend. Erstmal guten Abend an alle, die ich sehe. Ich sehe auch Renate und Marc und so weiter. Also schöne Grüße erstmal. Mhm. Ja, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Also Sekte, finde ich, geht zu weit. Mhm. Aber was ist, sie haben ein Dogma und diskutieren einfach nur in ihrer Gruppe. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil sie eben zum Beispiel auch die Möglichkeiten anderer alternativen Energien, wie zum Beispiel Wasserkraft und Solarenergie, nicht hier in Deutschland, Solarenergie in Deutschland macht keinen Sinn, unterschätzen, unter anderem auch zum Beispiel, was du vorhin sagtest, Schweden, Atomkraft, macht in Deutschland auch so lange Sinn, bis wir diese Energie nicht durch was anderes ersetzen können. Mhm. Und ehrlich gesagt, Atomkraftwerke wie in Fukushima oder auf einer erdbebengefährdeten Gegend zu bauen, ist natürlich Wahnsinn. Das macht auch keiner. Hoffentlich. Und man hat auch gelernt, man sollte ja eben auch nicht so ans Wasser bauen, wo eben Tsunami-Gefahr ist. Ich meine, das ist in Deutschland nicht gegeben, also noch nicht gegeben. Mhm. Aber es kann eben sein. Und ich denke, die diskutieren halt in ihrer Bubble. Und wer eine andere Meinung hat, wird nicht angehört, beziehungsweise der wird dann halt eben ausgeschlossen. Ja. Und das finde ich völlig falsch. Ja, sehe ich auch so. Mhm. Und insofern dogmatisieren die sich selber. Sie haben ein Dogma. Ne? Wir, Future for Friday oder wie auch immer, Second Generation oder letzte Generation, wie immer. Die sollten halt mal auch ein bisschen über ihren Tellerrand hinausschauen, finde ich. Mhm. So viel dazu. Ja, absolut. Danke, liebe Ruth. Ja, das wäre wünschenswert. Und das ist auf jeden Fall. Und Peggy möchte ich noch zu Wort. Möchte sich noch zu Wort melden. Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Michael. Und ja, erstmal danke für die spannenden Sachen, wo ich lauschen durfte. Und es tut mir leid, ich bringe jetzt mal einen kleinen Gegenbeitrag. Unbedingt. Oder eine Gegenmeinung auf. Ja. Also wissenschaftliche Grundlage ist ja eben mal aufgeworfen worden. Ich würde so Beiträge von dem Harald Lesch oder so zumindest mal als wissenschaftliche Grundlage für das Klimathema als Grundlage mal betrachten, die man durchaus ernst nehmen kann. Und er zeigt ja durchaus dunkle Szenarien auf. Ob das jetzt nun die wirklich letzte Generation ist, das ist sicherlich noch, bleibt eine Frage. Aber wenn wir uns nicht irgendwann ändern, dann könnte das mit der letzten Generation dann irgendwann nahe rücken. Und dass vielleicht dann Enkelkinder dann doch dann letzte Generation wären. Und ich finde es sehr in Ordnung, dass junge Menschen im Alter, ja, wo sie, ich finde sogar teilweise auch jünger, durch die Wahrnehmung von Demonstrationsrecht, wenn sie schon nicht wählen können, wenn sie schon keine anderen Beiträge leisten können, demonstrieren und streiken um ihr Recht auf ihren Lebensraum, auf die Verteidigung ihres Lebensraums und auf die Probleme hinzuweisen. Bei wir arbeiten teilweise konsequent im Negativen daran, einen Lebensraum zu zerstören. Für uns als Menschen verschmutzen unseren Lebensraum und im Ernstfall zerstören wir ihn. Und man hört ihnen doch nicht zu. Ne? Also diskutieren, vielleicht haben die gar keinen Bock mehr zu diskutieren, weil die,
Wie lange sollen die denn noch brav sein und sagen, ich möchte gern mal was sagen? Die dürfen dann freitags, die müssen sie brav zur Schule gehen, statt mal zu streiken, steht jedem erwachsenen Arbeitnehmer zu. Mhm. Zu streiken. Und Schülerstreik finde ich, die haben gute Ideen da, also das ist ein guter Ansatz zu sagen, wir streiken jetzt mal mit brav sein. Butterecken von Beuys wird heute als Kunst gefeiert. Ich meine, die haben, was haben die denn gemacht mit der Kunst? Die haben da ein bisschen Kartoffelpüree dagegen geschmissen. Ich bin als Designerin wirklich Kunstfreundin. Ich bin auch bei vielen, also wenn es echt kriminell wird, bin ich auch sehr dagegen, aber und ich komme aus der Ecke, wo die da mit Lützerath, also aus der Ecke gebürtig bin ich da aus der Ecke, wo Lützerath in der Nähe ist, die drehen mir echt ein Stück weit zu sehr am Rad. Also bin ich auch durchaus der Meinung, aber in einem gewissen Rahmen, finde ich, muss man deutlich demonstrieren, dass was passieren muss. Sonst haben wir irgendwann die, wievielte war es, 47. Klimakonferenz, wo man nach Ägypten fliegt zu einem Arbeitstreffen in sonnige Ägypten, um wieder mal nur rumzudiskutieren. Ja, ich finde gar nicht, dass ich habe kaum Gegenrede entdeckt tatsächlich, denn ich bin vollkommen auf deiner Seite. Ich feiere die. Dann würdest du mich kräftig lächeln sehen. Ja, nein, der Punkt ist ja der. Also wir können die Fakten, den Ist-Zustand nicht beiseite legen. Wir dürfen hinterfragen, ob die Zukunftsszenarien, du hast jetzt Lesch als Beispiel gebracht, der hat sich ja selbst auch stark geehrt. Du musst immer das Video anschauen eines Fans, er ist ja Moderator einer Sendung zur Elektromobilität, wo er sagt, totaler Quatsch und Wasserstoff wird sich durchsetzen und Elektromobilität wegen der seltenen Erden und Batterie und so, das geht ja völlig nach hinten los. Und jetzt guckt er mal eine Sendung an, die er, glaube ich, im Dezember veröffentlicht hat, wo er sagt, sorry, ich hatte Unrecht, ich habe nochmal nachgerechnet, stimmt nicht. So, das ist eben auch, und das ist ja das, was ich auch sage. Ja, ist natürlich ist ein Zeichen von Größe, er ist auch ein guter. Und er trägt ja zur Debatte bei, auch indem er komplexe Dinge einfach erklärt. Ne? Und deswegen schätze ich ihn unglaublich. Ich habe mich damals geärgert, als das mit der Elektromobilität kam, weil ich es schon damals anders gesehen habe und ziehe jetzt auch meinen Hut, dass er sagt, ich sehe es jetzt anders, weil diese Technik sich einfach auch natürlich entwickelt und verbessert und so weiter. Aber mir geht es ja auch darum, etwas entwickeln, etwas verbessern. Schau mal, wir haben den Ralf hier, der ist the People and Innovation Enthusiast, beschreibt er sich selbst und das ist er und das lebt er. Menschen müssen etwas entwickeln, sie müssen nach der Verbesserung suchen, sie müssen es dann aber auch machen. Dazu braucht es Geld und Geld entsteht durch Wohlstand. Und wenn wir Wohlstand haben, unseren Wohlstand sichern, dann können wir uns verbessern. Was haben wir nicht in unserem Land mit unseren Hidden Champions, diesen kleinen Unternehmen, alles schon für Klimaverbesserungen gesorgt? Kaum, weil viele Familienunternehmer unglaublich ruhig sind und sagen, um Gottes Willen bloß nicht nach draußen laut werden. Die machen einfach und verbessern jeden Tag tatsächlich die Situation sogar teilweise massiv. Und viele Innovationen kommen immer noch aus unserem Land. Aber diese Wohlstandssicherung ist eben wichtig. Und nur zu verteilen und zu sagen, Dinge gehen nicht und andere Menschen davon abzuhalten, ihren Wohlstand zu entwickeln, indem ich die Straßen sperre, mich auf Flughafen klebe. Ich bin extrem für diese Bewegung und ich bin extrem dafür, dass sie protestieren und ich habe auch Verständnis dafür. Aber ich glaube, diese Diskussion soll dazu beitragen, wo ist die Grenze? Und ich glaube, wir sind da jetzt angekommen an dieser Grenze. Naja, also ich bleib dabei, Protest ist nur wirksam, wenn er auch laut ist und wenn er nicht gehört und wenn er plakativ ist. Und ansonsten befürchte ich, dass es mittlerweile wirklich so eine Art, es ist ein bisschen wie die Diskussion sonntags mit Schwiegervater oder mit den eigenen Eltern. Ja, die Kinder sind nicht brav. Und wohin denn mit unserem Wohlstand? Ich glaube, zum Erhalt unserer Welt werden wir ein bisschen Einbußen machen müssen mit unserem Wohlstand, mit unserer Wirtschaft und unserem Luxus. Und ja, da spreche ich dagegen, denn das wird nicht funktionieren. Ganz im Gegenteil. Also Wohlstand entsteht durch Innovation, dadurch, dass wir Dinge neu machen, dass wir weitergehen, dass wir uns weiterentwickeln und zwar im Positiven entwickeln. Und deswegen sind solche Diskussionen ja wichtig, auch eben meinetwegen mal mit den Radikalen.
dass wir auch weiterhin innovativ denken, denn die Innovation ist immer etwas Neues, ein Gedanke, der vorher noch nicht da war. Und das schafft am Ende des Tages immer Wohlstand. Wohlstand heißt auch, oder Geschäfte machen heißt Probleme lösen. Und Probleme haben wir nun wirklich genug. Und wenn wir Geld damit verdienen, diese Probleme zu lösen, dann ist das gut und dann ist es ja jedem gedient, ne? Aber jede Firma, die Geld macht, die macht ihr Geld deswegen, weil sie ein Problem löst. Unter anderem auch Adidas, indem sie Schuhe herstellen zum Beispiel. Ina, inzwischen mit Meeresprodukten, die recycelt werden und die ja auch unglaublich viel machen, damit die Dinge besser werden. Ich möchte die Ina nochmal zu Wort kommen lassen und dann ist die Stunde leider rum. Aber wir haben ja gut diskutiert. Ina, du hast dich nochmal gemeldet. Ja, total schön. Ich kann dir da nur zustimmen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Wirtschaft, die funktioniert. Die brauchen wir auch für die Stabilität der Demokratie und für alles, was wir in unserer Gesellschaft uns erarbeitet haben. Mhm. Ich glaube aber, Innovationen sind immer nur dann möglich, wenn wir uns im Klaren darüber sind, was ist das Problem. Mhm. Und das ist so ein bisschen da, wo ich am Anfang auch drauf hin wollte, was ist denn eigentlich die Basis, auf der wir heute Abend sprechen, was das Problem ist. Und wenn wir etwas als Problem erkennen, dann sehe ich auf jeden Fall eine Chance, dass wir als Gesellschaft oder das innovative Unternehmen oder auch Einzelköpfe meinetwegen da in der Lage sind, Lösungen für zu entwickeln. Aber wie du schon sagst, wir müssen darüber sprechen. Und vielleicht lädst du ja sonst auch beim nächsten Mal jemanden von denen ein. Dann könnt ihr euch direkt die Rückfragen direkt stellen, welche Dinge am Anfang waren ja auch viele Sachen, wo ihr gesagt habt, ihr wisst gar nicht, wie das da bei denen läuft und es sind auch irgendwo Annahmen. Von daher kann ich aus der Clickbait-Perspektive verstehen, diesen Titel gewählt zu haben für heute Abend und ist sicherlich sehr gut aufgegangen. Und ja, aber vielleicht macht es Sinn, da auch unterschiedliche Kräfte zu bündeln, um genau die Innovation rauszubringen, die unsere Welt braucht. Kleiner Hinweis, Ina, es war sogar jemand von denen zu Beginn der Diskussion da und der ist leider wieder gegangen. Und hat sich nicht zu Wort gemeldet, was ich sehr schade finde, aber er wird seine Gründe gehabt haben. Aber es war jemand da, der hätte sich zu Wort melden können. Das ist ja das Schöne an Social Audio, ne? Wir können einen Raum herstellen und dann auch einfach sagen, jeder kann ja mitmachen. Also sind ja alle eingeladen. Wir haben hier so unseren kleinen Expertenkreis, der heute durch euch, und dazu sage ich nochmal ganz herzlichen Dank an Perdis, an Nina, an Peggy, an Ina, an allen voran Ralf, der ist jetzt gegangen, schade, Ralf Leister für seinen tollen Beitrag. Und das war toll, also diese Diskussion hat Spaß gemacht und lasst uns das bitte öfter machen, über die Dinge zu diskutieren. Ina, Nina, Peggy, Perdis, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, alle anderen, die etwas dazu beigetragen haben. Auch vielen, vielen Dank an dieser Stelle und meinen beiden Experten möchte ich zumindest nochmal so ein Fazit ziehen lassen, so in ein, zwei Sätzen zu dem heutigen Tag. Arno, dann Mona, wie habt ihr die Diskussion empfunden? Ja, also ich denke, mein Fazit ist relativ simpel. Dialog ist gefragt. Wenn der Dialog verweigert wird, dann also letztlich ins Große gedacht, dann ist die Demokratie in Gefahr. Ja, absolut. Danke dir, Arno. Mona? Ja, vielen Dank auch an alle. Ich habe auch ganz spannend zugehört und für mich ist auch so ein bisschen nochmal die Frage gewesen, ist es jetzt schon eine Sekte, ist es eine Bewegung, wo wird die Grenze gezogen? Für mich ist eben, es wurde auch an mehreren Stellen angesprochen, eben die Grenze, wenn die Bewegung sich so radikalisiert, dass sie auf Veränderungen in der Gesellschaft überhaupt gar nicht mehr eingeht und dass solche Sachen wie zum Beispiel, sollen wir die AKWs nicht doch ein bisschen länger laufen lassen, weil die Gesamtsituation sich geändert hat, radikal abgelehnt werden, dann ist da halt schon eine Grenze. Also man muss halt schon auch in der Lage sein, Lösungen zu finden, die für alle funktionieren. Und das ist ja auch die Aufgabe der Politik. Und da muss ich ganz ehrlich auch mich halt anschließen. Da möchte ich auch nicht tauschen. Das ist keine einfache Aufgabe, aber wie es da Arno auch gerade gesagt hat, der Dialog ist wichtig und man muss halt auch schon versuchen, sich auch auf die anderen Sichtpunkte auch einzustellen und nicht nur knallhart bei seiner Linie bleiben, ohne einen Zentimeter abzurücken. Das ist dann halt einfach Radikalisierung und da ist dann auch ab einem gewissen Punkt kein Dialog mehr möglich. Ja, genau. Das war ein tolles Fazit, dem kann ich auch gar nichts mehr hinzufügen, möchte ich auch nicht mehr. Ich möchte mich bei euch bedanken, Mona und Arno, zum Dream Team gehörend. Perdis, bis herzlich eingeladen, auch zu diesem Team hinzuzustoßen. Übrigens, ich schätze das immer sehr und danke euch allen für eure großartigen Beiträge. Und ich freue mich, wenn es Rückmeldungen gibt. Gerne hier über LinkedIn, vernetzt euch untereinander
Und liebe Podcast-Zuhörenden, ihr habt jetzt mal auch einen Social-Audio-Talk mitbekommen mit Diskussion. Bisher haben wir ja nach der Expertenrunde immer zugemacht. Der Wunsch ist an mich herangetreten, ob man das nicht auch mal mit veröffentlichen kann. Das ist hiermit passiert und somit haben wir tausende weitere Zuhörende. Und auch bei euch freue ich mich über Rückmeldungen persönlich, über LinkedIn oder Instagram. Dort bin ich sehr gut erreichbar, würde ich mich freuen, aber natürlich gerne auch in den Kommentaren des Podcasts. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle. Es hat wirklich Spaß gemacht und war sehr erhellend. Ich habe viel gelernt heute. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.